Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder eingefunden, verbunden über Skype mit zwei Brüdern in Deutschland, Michael, den ihr inzwischen auch langsam beinahe genauso gut kennt wie mich, und Viktor, den ihr sicher beinahe genauso gut kennt, der das fantastische Buch Hinter den Diktatoren übersetzt hat, den Drahtziehern auf der Schliche, die ganze Nachbearbeitung davon mitgemacht hat, ein neues Outro gemacht hat für den Nachtrag, der unglaublich engagiert ist in der Übersetzung Herrscher des Bösen momentan. Es ist wunderbar, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht nur arbeiten, sondern auf die man sich auch in der Arbeit verlassen kann und die dann auch immer rechtzeitig auftauchen, wenn man eine Lesung machen will, abends um 8 Uhr. Und deswegen haben wir uns heute hier eingefunden, um nämlich die nächste Lesung, die 28. Lesung in dem Buch von Griesinger zu machen. Da komme ich gleich drauf. Das ist jedenfalls eine Einleitung des Endes. Ja, wir gehen so langsam dem Klimax entgegen. Dieses Buch ist nämlich das 7. Buch. Schön, dass der Griesinger es geschafft hat, seine zwei Bände in genau 7 Bücher einzuteilen, was ja eine schöne biblische, göttliche Zahl ist. Und da fangen wir gleich an in dem ersten Kapitel. Aber bevor es soweit ist, möchte ich natürlich erstmal meine beiden Gäste vorstellen. Michael aus der Nähe der holländischen Grenze als Ersten und dann Viktor aus Hamburg. Hallo Michael, herzlich willkommen zur Sendung heute Abend und ich hoffe, es geht dir gut soweit. Hallo Jörg und hallo liebe Zuschauer und Zuhörer an den Apparaten da draußen. Mir geht's wie immer gut und eigentlich ist es auch so, dass wir heute Abend um 8 Uhr schon unsere Zeit haben, denn ich habe gerade mal ausgerechnet, würde man jeden Tag 15 Minuten an die Tagesschau verschwenden, die immer von 20 Uhr bis 20.15 Uhr läuft, hätte man im Jahr 90 Stunden verlorene Lebenszeit. In 90 Stunden kann man sich 90 Videos von Joggler66 ungefähr anhören. Und ich denke, dann hat man so viel Information wie in 10 Jahren Tagesschau nicht. Von daher finde ich das sehr viel lukrativer für uns und für alle da draußen, Lesungen zu folgen von Dingen, wo man sich wirklich für interessiert, anstatt sich irgendwelche sinnentleerten Inhalte anzuhören oder vorgefertigte Meinungen, denen man dann folgen kann. Denn wir wollen uns nicht nach den Nachrichten richten, sondern uns unsere eigene Meinung bilden. Und dafür sind wir dem Herrn Griesinger unter anderem auch sehr verbunden. Interessant wird es dann auch immer, wenn der noch von anderen Autoren auch noch sozusagen bestätigt wird. Und da man einfach mit 6 Augen mehr sieht, begrüße ich jetzt auch stellvertretend für alle Zuhörer da draußen den Viktor, der uns jetzt hier bei dieser Lesung begleiten wird und bei dem es oben in Hamburg sicherlich auch bis jetzt schon dunkel geworden ist, wo noch ein bisschen Geruch von Fisch in der Luft liegt. Und ich hoffe, dass es dem auch ganz gut geht. Hallo Viktor. Ja, moin moin und hallo. Seid gegrüßt, ich wink mal so Richtung Südwesten ungefähr, Süd-Südwest oder so, ich drehe mich mal zur Seite, weil normalerweise blicke ich eigentlich, versuche ich immer Richtung Norden, Nordost zu blicken. Ja, ich denke mal, bei euch hat es sich sicherlich auch so ein wenig winterlich gemacht, auf den Straßen bei uns hat sich dann heute auch ein bisschen Schnee eingefunden und ja, somit ist dann auch der Winter auch dann mal hier angekommen, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dann gibt der Fischkopf dann mal weiter an den meisten, den Hauptsprechkopf, sage ich jetzt mal. Oder an den Frittenkopf. Ne? Belgien stehen ja für Fritten. Ne? Die heißen zwar komischerweise in Englisch French Fries, aber sie sind aus Belgien ursprünglich. Gut, wir lesen also heute den nächsten Teil. Wir fangen an in dem 7. Buch, wie hier steht, Der Scheintod des Jesuitismus und sein schlimmes Wiedererwachen. Aus dem Buch die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt für das deutsche Volk bearbeitet über die Jesuiten von Karl Theodor Griesinger. Dieses 7. Buch beginnt direkt mit einem Motto. Ein Motto, das man sich als bibelgläubiger Christ vielleicht mal einprägen sollte. Und ich habe es mir für die Leichtigkeit in normalem Deutsch hier hingeschrieben. Das ist ein wenig leichter zu lesen und damit fangen wir jetzt dieses 7. Kapitel an, einzuleiten. Es schreibt der Autor dieses Motto. Auf, ihr Männer, rüstet euch nun mannhaft, lasst euch von der Mönchrott nicht betrügen. Höret auf zu schlafen, wachet emsig, jagt das Schwarzgesindel aus dem Lande. Auf, ihr Mannen, wappnet euch zum Handeln, zeiget, welcher Glaube sei der eure. Duldet nicht, dass man euch spotten schelte, lasst euch von den List'gen nicht verschlingen. Wieder bauen sie ihre Brütenester, unseres Zornes haben sie vergessen, der sie aus dem Land getrieben hatte, wieder schickt sie her zu uns, der Teufel. Wo bist du, Luttere, mit deinen Spießen, diese Pfaffenigel sanft zu kitzeln? Ha,
Rechtzeitig wird er auferstehen und mit seiner scharfen Zunge euch fassen. Einen bitteren Schmaus gibt's dann, ihr Burschen, ihr Verführer, Lügner und Betrüger, ihr Verderber jeden guten Werkes. Ei ja, diese Burschen mit der Glatze, die sich brüsten mit dem Namen Jesu, und doch sind die ärgsten Widersacher. Jesuha, mit euch, den Jesuiten, wird der Teufel seine Öfen heizen. Sämtlich müsst ihr in der Hölle braten. Eine alte Reimchronik. Ein wunderbarer Beginn über den Scheintod des Jesuitismus. Und dass es sich hier um einen Scheintod und nicht einen wirklichen Tod handelt, werdet ihr sehen, weil ich sogar ein paar Zitate aus dem Buch Herrscher des Bösen mit eingefügt habe. Das erste Kapitel jedenfalls lautet in diesem siebten Buch die Aufhebung des Jesuitenordens durch Antichrist Papst Clemens den 14. Leicht erklärlich ist, sagt der Autor, dass die Wut des Jesuitengenerals Ricci in Rom eine grenzenlose war. Als er die schreckliche Kunde von der Aufhebung des Jesuitenordens in Portugal, Spanien und Frankreich vernahm, und bald sollte sich diese Wut selbst noch steigern. Es beschloss nämlich im Jahre 1767 Ferdinand IV., König von Neapel und Sizilien, der diese Kronen anno 1759 von seinem Vater, dem Könige Karl III. Von Spanien, erhalten hatte, auf das Andrängen dieses seines Vaters sowie auf den Rat seines sehr aufgeklärten Ministers, Bernard Tanuzzi, die Sozietät Jesu in seinen Staaten ebenfalls aufzuheben. Und zwar einfach deswegen, weil durch dieselbe die Ruhe, die Sicherheit und der Wohlstand der Untertanen völlig untergraben werde. Kaum aber war dieser Entschluss gefasst, so verhaftete man in der Nacht vom 20. auf den 21. November des genannten Jahres die sämtlichen Jesuiten, schaffte sie auf parat gehaltenen Wägen nach dem nächsten Seehafen und transportierte sie auf Kriegsschiffen nach Civita Vecchia im Kirchenstaate. Das war ein neuer, furchtbarer Schlag für den Orden, und der General desselben kam fast außer sich. Doch nicht bloß er, sondern auch der große Gönner und Freund seiner Gesellschaft, der damals regierende Antichrist Papst Clemens XIII. Und seine Heiligkeit protestierte sofort aufs Heftigste gegen eine solche Regierungsmaßregel. Diese Protestation hatte aber ganz und gar keinen Erfolg, indem Ferdinand IV. Oder vielmehr sein Minister Tanuzzi selbst auf der Austreibung der schwarzen Kohorte beharrte, und ebenso wenig half ein Klagmemorial, welches der Papst nun an den Kaiserhof nach Wien an die Habsburger sandte. Im Gegenteil, die Sache der Jesuiten wurde durch die heftige Sprache, welche das Memorial atmete, noch bedeutend verschlimmert. Und die nächste Folge war, dass jetzt auch der Großmeister des Johanniterordens auf Malta, Emanuel Pinto, sowie der Regent von Parma, der junge und mutvolle Herzog Ferdinand, ein sehr naher Verwandter des Königs von Spanien, die Mitglieder der Sozietät Jesu über Nacht fassen und sämtlich nach dem Kirchenstaat transportieren ließen. Also auch die kleineren katholischen Potentaten ahmten das Beispiel der Größeren nach. Und nun vollends gar dieser Fürst Parmas, eines der winzigsten Städtchen, die es in der Welt gab, eines Städtchens überdies, über welches die Päpste seit Jahrhunderten oberherrliche Rechte in Anspruch nahmen. Nein, so etwas ging über alle Begriffe, und darum ließ sich auch Antichrist Clemens XIII. Vom Zorn gänzlich übermannen. Über dem schürten die Jesuiten, als deren folgsame Kreatur er sich von jeher zeigte, beständig an ihm, und indem sie ihm zuflüsterten, dass es ihm ein leichtes sein müsse, durch seine apostolische Gewalt mit einem solchen Diminutivregenten, das ist eine Verniedlichungs- oder Verkleinerungsform, also ein Regentchen, ja, mit einem solchen Diminutivregenten fertig zu werden, ruhten sie nicht, als bis der Geist Gregors des Siebten über ihn kam und ihn zu einer ebenso törichten als exzentrischen Handlungsweise hinriss. Dieser letzte Satz ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie der Heilige Geist arbeitet, und ich werde euch direkt mal erklären, warum. Der Geist Gregors des Siebten. Siehe dazu das Papier Dictatus Papae, das heißt also Diktat des Papstes, das man auf Wikipedia sich nachschauen kann, und das Video, was ich vor wenigen Tagen, eigentlich erst letzte Woche mit Victor zusammen in dem Bezug aufgenommen habe, Dictatus Papae.
und Unam Sanctam. Ad absurdum, so heißt das Video. Ja? Ich hatte vor wenigen Monaten in Romanismus und die Reformation in der Lesung Unam Sanctam, diese Bulle von Papst Boniface VIII., kurz erwähnt. Und in dem nachfolgenden Gespräch wurde deutlich, dass einige Leute in der Sitzung mich gefragt hatten, Jörg, kannst du nicht mal ein Video machen über Unam Sanctam und diese ganze Bulle ein wenig mehr erklären? Habe ich gesagt, okay, das nehme ich mir vor. Und dann ist es geschehen, dass ich ungefähr vor, ich will jetzt nicht lügen, ich schätze, es waren ungefähr 3 Wochen oder was, mich hingesetzt habe, eines Abends, und eine Aufnahme gestartet habe und über Unam Sanctam angefangen habe zu sprechen und dieses Video nach 18 Minuten abgebrochen habe. Warum? Es fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich weiß nicht warum. Habt ihr so manchmal das Gefühl, ihr setzt euch hin und sagt was und irgendwie kommt da doch irgendwie nur gequirlter Mist aus dem Mund? Also bei mir war das den Abend so. Ich habe das ganz, ganz selten gemacht, dass ich Videos abgebrochen habe. Das habe ich abgebrochen. Und ein paar Tage später bekomme ich von, ich weiß nicht mehr wem, das habe ich in dem Video auch gesagt, einen Link zu diesem Papier Dictatus Papae. Und stelle auf einmal fest, dass Gregor der VII., der Papst um die Zeit 1075 war, 27 Thesen aufgestellt hat, die er basiert auf den pseudo-isidorischen Dekretalen, die als Fälschung schon längst weltweit erwiesen sind, 27 Thesen aufgestellt hat. Und auf diesen Thesen aufbauend hat eben auch Boniface VIII. In 1302 seine Bulle Unam Sanctam gemacht. Hätte ich die erste Aufnahme durchgezogen, hätte ich von diesem Papier Dictatus Papae nie erfahren oder hätte das nie mit einbauen können. Deswegen war wohl irgendwie an dem Abend der Geist nicht in mir und ich habe das Video nach kurzer Zeit abgebrochen. Dann habe ich den Viktor gefragt, ob er nicht Lust hätte, mit mir das zusammenzumachen. Und dann haben wir uns letzte Woche, ich meine Mittwoch oder Donnerstag, den genauen Abend weiß ich nicht mehr, hingesetzt und haben eine Aufnahme gemacht, die dann halt als Video heißt Dictatus Papae Unam Sanctam ad absurdum. Es ist inzwischen schon, glaube ich, 800 Mal oder sowas angeschaut in der kurzen Zeit, dass es jetzt hochgeladen ist auf meinem Hauptkanal. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und da gehen wir ein darauf, was Gregor der VII. Für ein Papst war, der ja unter anderem dafür verantwortlich war, dass König Heinrich IV. Von Deutschland damals den Gang nach Canossa machen musste. Ja? Und dem seine 27 Thesen haben wir deutlich besprochen in diesem Papier. Und natürlich, es ist das Diktat des Papstes, es ist das Diktat des Gregor des Siebten. Das heißt, das ist, was er als seinen Geist mehr oder weniger wiedergibt. Und heute kommen wir an dieses siebte Buch hier zu lesen und da schreibt der Autor doch tatsächlich, sie ruhten nicht, als bis der Geist Gregors des Siebten über diesen Papst Clemens den 13. kam und ihn zu einer ebenso törichten als exzentrischen Handlungsweise hinriss. Hätten wir das hier jetzt vor wenigen Wochen gelesen, wo ich Unam Sanctam noch nicht gemacht hätte, hätte ich gar nicht gewusst, was hiermit gemeint ist. Und das finde ich halt die wunderbare Wirkung und Arbeit des Heiligen Geistes. Ja? Dieses Video kann ich heute mit diesem Kommentar machen und kann die logischen Schlussfolgerungen daraus ziehen, eben weil die andere Arbeit dem vorhergegangen ist. Und weil eben der Geist mich auch in den einen Abend daran gehindert hat, dieses Video zu machen. Wie gesagt, ich habe es nach 18,5 Minuten oder so abgebrochen und das habe ich meinem ganzen Leben, glaube ich, jetzt erst 2 oder 3 Mal gemacht, ein Video abgebrochen. Ja? Und finde ich wunderbar, dass ich euch jetzt auch erklären kann, was meint denn hier der Griesinger mit dem Geist Gregors des Siebten? Er meint damit den Geist, der den Gregor geritten hat, diese 27 Thesen zu schreiben über die Vorherrschaft des Papsttums über die Welt. Basierend auf den pseudo-isidorischen Dekretalen, die eine nachgewiesene Fälschung sind. Aber der Geist dieses Gregor des Siebten oder auch Hildebrand, wie man ihn nannte, kam jetzt also über den Clemens den 13. Und am 30. Januar 1768, fährt der Autor fort, nämlich erließ er unter dem Titel eines Monitoriums eine Bulle, in welcher er nicht nur die Dekrete des Herzogs Ferdinand, die Austreibung der Jesuiten betreffend, für null und nichtig erklärte, indem er zugleich den Bischöfen Parmas aufs strengste verbot, sich nach ihnen zu richten, sondern in welcher er auch alle diejenigen, die sich mit der Urheberschaft, Kundmachung und Vollstreckung derselben befasst hätten, also insbesondere den regierenden Herzog selbst nebst seinem Minister Dutilleux, in den Kirchenbann verfällte, also
Exkommunizierte, mit anderen Worten Verfluchte, und aller religiösen Tröstungen auf so lange für verlustig erklärte, bis sie durch demütige Unterwerfung die päpstliche Gnade wieder erlangt haben würden. Das meint der Autor mit dem Geist Gregor des Siebten, der dasselbe mit König Heinrich dem Vierten gemacht hatte, dass er demütig die Unterwerfung der päpstlichen Gnade wiedererlangt haben würde, durch den Gang nach Canossa damals getätigt zu haben. Interessanter Punkt, ne? Habt ihr beiden da vielleicht auch eine Bemerkung zu dem gerade eben Gelesenen und Gesagten von mir? Nö, Schweigen in der Leitung, dann wohl nicht. Das jedenfalls war die Sprache, welche die Söhne Loyolas den Papst Clemens den 13. sprechen ließen. Und gewiss, selbst wie bei dem Jansenistenstreit unseligen Angedenkens erlassene Bulle Unigenitus, konnten sich nicht eines Hildebrands oder Innozenz des Dritten würdige ausdrücken. Allein bald sollte Clemens der 13. erfahren, dass die Zeiten der Hildebrande und die Zeit der Innozenze vorbei seien. Das heißt, dass die päpstliche Bannblitze nicht mehr zündeten, sondern an dem Souveränitätsbewusstsein der westlichen Herrscher machtlos abgleiteten. Die westlichen Herrscher waren inzwischen infiziert mit dem Virus des Protestantismus. Und deswegen hat diese Bannbulle auf die Leute weniger Wirkung als noch vor ein paar hundert Jahren. Sobald nämlich Antichrist Clemens der 13. seine Verdammungsbulle, genannt Monitorium, an den Hauptkirchen Roms anschlagen ließ und dieselbe dann der ganzen katholischen Christenheit verkündete, erhob sich ein allgemeines Geschrei wider den Missbrauch der geistlichen Gewalt und zu gleicher Zeit erfolgten förmliche Protestationen von Seiten der französischen, spanischen, portugiesischen und neapolitanischen Regierungen. Ja, in Venedig, Genua, Monaco und anderen Orten verkündete man unter lautem Trompeten- und Paukenschall auf den Straßen, dass der Papst nicht befugt sei, sich in Staatsangelegenheiten zu mischen. Und mit einem Worte, fast alle katholischen Staaten machten die Sache des Herzogs von Parma zu der ihrigen. Mit anderen Worten, sie haben ihr Gehorsam dem Papst gegenüber aufgesagt und haben tatsächlich verkündet, dass der Papst nicht befugt sei, sich in Staatsangelegenheiten zu mischen. Somit wurde nun Antichrist Clemens der 13. auf alle Weise bestürmt, das sogenannte Monitorium zurückzunehmen, und die Jesuiten, welche jedenfalls die geistigen Urheber desselben Papieres natürlich waren, fallen zu lassen. Je mehr man ihn aber bestürmte, umso halsstarriger wurde er und umso lauter erteilte er seinen lieben Freunden, den Söhnen Loyolas, die ausschweifendsten Lobsprüche. Zitat: Er, erklärte er sich, er sollte die Welt in Trümmer gehen, ehe er ihnen etwas geschehen ließe. Denn sie seien die einzigen wahrhaften Stützen des Papsttums oder, wie er sich ausdrückte, des Christentums, und dieses selbst komme in Gefahr, wenn jene Not litten. Somit nahm er die Exkommunikationsbulle gegen Parma nicht nur nicht zurück, sondern mutete sogar den sämtlichen Regierungen, welche die Jesuiten vertrieben hatten, zu, sofort entgegengesetzte Maßnahmen zu ergreifen und jedenfalls die Minister zu entlassen, welche das Vertreibungsdekret veranlasst hatten. Das hieß denn doch, die Sache auf die Spitze treiben. Und es bewährte sich sofort das Sprichwort: Wie man in den Wald hineinschreit, so hallt es wieder. Mit anderen Worten, weil auf dem Wege gütlicher Vorstellungen nichts zu gewinnen war, griffen die bourbonischen Höfe zu ernsthafteren Maßregeln, und der König beider Sizilien ließ Benevent und Pontecorvo, der König von Frankreich aber die Stadt Avignon nebst der Grafschaft Benessin in Besitz nehmen. Es waren dies päpstliche Besitzungen auf neapolitanischem respektive französischem Gebiete, auf welche die genannten Könige durchaus keinen rechtlichen Anspruch hatten. Allein, sie wollten dem Papst zeigen, dass er, wenn er den Krieg haben wollte, auch die Folgen desselben tragen müsse. Und sie gaben ihm deswegen auch nicht undeutlich zu verstehen, dass selbst der Kirchenstaat besetzt werden würde, wenn er nicht nachgäbe. Hierzu kam es jedoch nicht. Denn
Antichrist Clemens XIII. Starb in der Nacht des 3. Februar 1769 plötzlich an Apoplexie. Das ist ein Schlaganfall oder Gehirnschlag. Und sofort wurden alle weiteren Zwangsmaßregeln sistiert, weil man hoffte, es werde möglich sein, einen viel nachgiebigeren Kirchenfürsten auf ihn folgen zu lassen. Und zu diesem Thema, was ich gerade eben vorgelesen habe, das Ableben Papst Clemens XIII., lese dazu auch in dem Buch Herrscher des Bösen, Kapitel 12. Dies fügte sich auch wirklich so, fährt der Autor fort. Aber nur mit größter Mühe, denn die Jesuiten hatten unter den Kardinälen, welche den neuen Papst zu wählen hatten, eine bedeutende Fraktion für sich. Und diese Fraktion gab sich alle Mühe, den Sieg zu erringen. Daher kam es auch, dass gleich beim ersten Skrutinium, das Konklave begann am 15. Februar, sich die meisten Stimmen, obwohl keine beschlussfähige Anzahl, sich auf den Kardinal Chigi, einen erklärten Freund der Jesuiten, vereinigten. Und er würde sicherlich Papst geworden sein, wenn nicht die Kardinäle Orsini und Bernis im Rahmen der Könige von Neapel und Frankreich erklärt hätten, dass keine Wahl gültig sein könne, als bis die auswärtigen Kardinäle, also die in Neapel, Paris, Lissabon und so weiter wohnenden, eingetroffen sein würden. Übrigens, auch noch nach der Ankunft dieser Prälaten war es immer noch zweifelhaft, ob nicht die jesuitisch genannte Partei siegen würde, indem diese ein fest geschlossenes Ganzes bildete, während die übrigen Kardinäle ihre Stimmen mehr zersplitterten. Doch was soll ich lange Worte machen? Endlich, nachdem außer Gigi noch die Kardinäle Serbelloni, Stoppani, Fantuzzi und Serfale in den Wurf gekommen waren, drang bei der Mehrzahl der Kirchenfürsten die Ansicht durch, dass man, wenn man nicht einem der bourbonischen Höfen genehmen Kandidaten die Tiara aufsetze, keinen Papst wähle, sondern einen Bischof von Rom. Mit anderen Worten, dass dann die Regenten von Frankreich, Spanien, Neapel und Portugal eigene von Rom unabhängige Patriarchen aufstellen würden und somit einigten sich am 18. Mai die meisten Stimmen auf den Kardinal Ganganelli, dessen bisherige Denk- und Handelsweise mit Bestimmtheit hoffen ließ, dass er durch zu machende Konzessionen den Frieden mit den erzürnten Monarchen herstellen werde. In einer Fußnote lernen wir jetzt diesen Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli etwas näher kennen. Das ist ganz interessant, was der Autor hier schreibt. Er sagt nämlich, die Jesuiten sprengten später raus, Giovanni Ganganelli sei von Geburt ein deutscher Ketzer, also Protestant, mit Namen Johann Georg Lange gewesen und habe erst im späten Alter in Rom, wohin er als Buchdruckergeselle gewandert, die Religion geändert. Natürlich aber bloß äußerlich, denn innerlich sei er ein Ketzer geblieben, wie schon die Aufhebung des Jesuitenordens beweise. So erklären die Jesuiten das. Aber an all dem jedoch ist kein einziges wahres Wort, sondern Giovanni war der Sohn eines gut katholischen italienischen Arztes und wurde den 31. Oktober 1705 zu San Arcangelo bei Rimini geboren. Ursprünglich zum Studium der Medizin bestimmt, machte er nicht nur unerhebliche Fortschritte in den Wissenschaften, wie aber sein Vater gestorben war, trat er, 18 Jahre alt, in den Franziskaner Minoritenorden und warf sich nun mit Eifer auf das Studium der Theologie. Später zog er die Aufmerksamkeit des scharf blickenden Papstes Benedikt XIV. Auf sich und dieser übertrug ihm den wichtigen Posten eines Konsultor der Inquisition. Der Nachfolger Benedikts aber, Antichrist Clemens XIII., erhob ihn anno 1759 zum Kardinal und zog ihn von da an bis zu dem Zeitpunkt der jesuitischen Wirren bei allen wichtigen Staatsgeschäften zu Rate. Nun zu diesem Punkt, dass Clemens XIII. Ihn 1759 zum Kardinal zog, wie der Autor hier schreibt, das behaltet bitte im Hinterkopf, weil da kommt nachher noch eine Anmerkung von mir aus Herrscher des Bösen dazu. Ja, ein Zitat, was ich aus Herrscher des Bösen hier reingemacht habe. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht. Ich habe schon einige Seiten vorgelesen. Auf jeden Fall kommt das noch. Also behaltet das bitte im Hinterkopf, dass der Autor hier sagt, Clemens XIII. Erhob Giovanni Ganganelli 1759 zum Kardinal. Ja, Clemens XIII. Gut im Kopf behalten. Aber lesen wir fort.
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, nämlich gehörte unter die wenigen Kardinäle, welche sich in den Kongregationen, die Clemens XIII. Wegen der Angelegenheit der Jesuiten sowie wegen des Herzogs von Parma hielt, entschieden gegen die Ansichten des Papstes ausgesprochen hatte. Und er war, da er eine durch nichts zu erschütternde Charakterstärke besaß, bei dieser jener antijesuitischen Gesinnung verharrt, obwohl ihn Clemens dafür seine ganze Ungnade fühlen ließ. Stand also wohl jetzt, nachdem er die Tiare erhalten hatte, zu befürchten, dass ihn die Jesuiten auf ihre Seite bringen könnten, dass er überhaupt mit derselben Verranntheit und Verstocktheit wie Antichrist Clemens XIII. Handeln würde? Nein, gewiss. Das war er nicht imstande. Und deswegen wurden auch die Söhne Loyolas mit einer unendlichen Wut erfüllt, dass sie das Resultat des Konklaves erfuhren. Sie glaubten nicht anders, als dass es sich um ihre Existenz handle, indem der neue Papst, obwohl er sich wie sein Vorgänger Clemens, also Clemens der XIV. Nannte, und in diesem Namen eine sehr gute Vorbedeutung für sie lag, den Forderungen der bourbonischen Mächte, die gänzliche Aufhebung des Jesuitenordens betreffend, ohne Zweifel alsbald nachkommen werde. Hier folgt ein kleines Zitat aus dem Buch Herrscher des Bösen, Kapitel 12, das getitelt ist Lorenzo Riccis Krieg. Lorenzo Ricci, der General der Jesuiten zu der Zeit. In Herrscher des Bösen lesen wir: Fast 3 Monate lang stand eine Frage während der turbulenten Konklave im Raum. Wie stellte sich der zukünftige Papst zu den Jesuiten? Die Entscheidung der Kardinäle für Lorenzo Ganganelli war ein Triumph für Lorenzo Ricci. Obwohl Ganganelli Franziskaner war, hatte er mit den Jesuiten als Sonderberater der Inquisition zusammengearbeitet. Sein berühmtes Buch Diatriba Theologica von 1743 war Ignatius von Loyola gewidmet. Außerdem verdankte Ganganelli sein Papsttum buchstäblich Lorenzo Ricci, also nicht, wie gerade eben in diesem Buch von Griesinger geschrieben, dem Papst Clemens XIII., nein, er verdankte sein Papsttum buchstäblich Lorenzo Ricci, da es Ricci war, der seine Nominierung zum Kardinal 1759 vorangetrieben hatte. Ricci selbst wurde 1758 General der Jesuiten. Und ein Jahr später hat er dafür gesorgt, dass Ganganelli Kardinal wurde. Also das Zitat, was ich gerade vorlese, kommt ein wenig früher, als ich gerade dachte. Es ist ein anderes Zitat, was später kommt. Ricci war, fast unmittelbar nach Erhalt des Roten Hutes, also des Kardinalshutes, hatte Ganganelli Beweise für die Zusammenarbeit mit General Riccis Strategie der allmählichen Abschaffung der Gesellschaft Jesu offenbart. Oxford Book of Popes weist auf eine plötzliche und unerklärliche Gewohnheitsänderung hin. Zitat: Kardinal Ganganelli, der bisher als Freund der Jesuiten galt, distanzierte sich nun von ihnen. Und jetzt, ein Jahrzehnt später, als er sich Clemens der XIV. Nannte, präsentierte Ganganelli das, was die katholische Enzyklopädie als scheinbar feindselige Haltung gegenüber den Jesuiten bezeichnet. Eine scheinbare Feindseligkeit, eine theatralische Feindseligkeit, die eine involvierte Loyalität gegenüber der Gesellschaft verdeckt. Clemens der XIV. Würde alles Nötige tun, um der Gesellschaft zu helfen, den Sieg ohne Kampf zu erringen, selbst wenn es bedeutete, die Gesellschaft augenscheinlich auszulöschen. Seht ihr an diesem Zitat aus Herrscher des Bösen, wie wichtig es ist, um verschiedene Bücher über dieselben geschichtlichen Hintergründe zu lesen und dann auf einmal Zusammenhänge zu begreifen, die sich einem sonst nicht erschließen können? Deswegen lese ich dieses Buch von Griesinger so unglaublich gerne. Wir kommen hier zu einem unglaublich schönen Klimax in diesem Buch, im 7. Buch, jetzt im 2. Band. Und das finde ich einfach nur wunderbar. Was der Autor hier schreibt und das zusammen mit anderen Büchern, wenn man das zusammenfügt, dann ergibt sich ein Bild wie niemals zuvor. Ein viel besseres Verständnis. Und wenn man diese Geschichte, wie sie hier dargestellt ist, gut versteht, dann kann ich euch versprechen, dann versteht man auch die biblische Geschichte viel besser. Dann versteht man auch die biblischen Prophezeiungen viel besser. Auf einmal wird alles viel klarer im Kopf.
durch diese Erklärung. Und dafür möchte ich mal dem Karl Theodor Griesinger und auch dem Tapper Sorsi, alle beide natürlich inzwischen bereits verstorben, nochmal herzlich danken für ihre Arbeit. Dass sie nicht nur mich in die Lage versetzen, diese Zusammenhänge zu begreifen, die ich sonst somals nie mehr verstanden hätte, sondern dass dadurch, dass ich das jetzt auch noch, dass ich begnadet bin vom Heiligen Geist, das euch vorlesen zu dürfen, dass ihr auch in die Lage kommt, diese Zusammenhänge so zu verstehen. Und auf einmal wirklich versteht, dass es hier um ein Theater geht von Anfang an. Dass das, was im Vordergrund Erscheinende, nicht immer das ist, was auch tatsächlich das im Hintergrund wirklich Wirkende ist. Kann ich einen von euch beiden zu einem Kommentar interessieren oder soll ich weiterlesen? Nein, ich hatte eh schon gerade vor, mich zu melden, denn ja. Das war ja das, was ich im Vorwort schon fast prophetisch gesagt habe, dass es am interessantesten ist, mehrere Quellen zusammenzufügen und dann halt so ein ganzes Bild zu ergänzen. Und das ist ja das, was wir jetzt gerade im 7. Kapitel hier haben, dadurch, dass wir jetzt Tapper Sorsi und den Karl Theodor Griesinger jetzt zusammen im Brot haben. Denn das zeigt ja letzten Endes, dass dieselbe Sache objektiv von mehreren Seiten beleuchtet wird und eben kein Hirngespinst oder keine Prosa oder was auch immer ist von dem Herrn Griesinger, sondern dass es auch andere Autoren gibt, die da entsprechende Recherchen angestellt haben. Wenn du halt genau wie in der Lesung hier halt 6 Augen mehr sehen und mehr lesen können, ist es dann halt auch für mich zumindest immer beruhigend, wenn ich dann halt sehe, schau mal da, es gibt da mehrere Quellen dazu. Und das ist ja auch beispielsweise für mich halt der beste Beweis dazu, dass der Lebenslauf von Jesus Christus von 4 Aposteln aufgezeigt wurde, jeder von aus seinem Blickwinkel, aber das sind alles Zeugen, die aufstehen. Es ist nicht nur eine Quelle, wo man jetzt eventuell den Charakter angreifen könnte, sondern es sind mehrere Quellen und ich denke, das auch aus gutem Grunde. Es sind 4 verschiedene Quellen, was die Apostel angeht, und es sind sogar mehr als 500 verschiedene Quellen, die bezeugen können, dass Jesus Christus nach seiner Kreuzigung auf der Erde noch unter uns gewandelt hat. Dafür gab es mehr als 500 Augenzeugen, das steht auch so in der Bibel vermeldet. Ja, wie viele Zeugen braucht man noch? Und interessant finde ich bei diesem Punkt, Michael, um das eben mal kurz anzuführen, weil du sagst ja mit mehreren Brunnen. Wir hatten ja gerade eben davon gesprochen von Tapper Sorsi, aus seinem Buch Herrscher des Bösen. Er hat hier gerade eben 2 Quellen angeholt, dass andere Quellen sind als die, die Griesinger gebraucht. Und da kommt noch bei, dass eine der Quellen selbst die römisch-katholische Enzyklopädie ist. Ja? Und das macht eben diese Nachforschungen, die wir hier anstellen, diese Lesungen, die wir hier machen, eben auch so viel glaubwürdiger als viele andere Videos, die man ja auch auf YouTube und sonst wo überall findet. Finde ich auch nochmal einen interessanten Punkt, um eben etwas rauszustellen. Danke für deinen Kommentar, war sehr ergiebig. Hat Viktor auch noch etwas dazu zu sagen, Bruder? Ja, gerne. Ich würde noch zu anfügen, also du hattest ja kurz Kapitel 12 aus Herrscher des Bösen angefügt. Dazu ist natürlich zu sagen, ja, das Kapitel 11, was davor ist, das greift dann auch letztendlich nochmal ganz gut auch da rein, denke ich. Die Umsetzung auch dieser Kriegstechniken. Samtsu, ne? Ja, das nur mal ganz kurz noch erwähnt dazu. Ja, da muss ich dich unterbrechen. Da komme ich später in dieser Lesung auch noch drauf. Ach so, okay. Dazu erwähne ich hier heute in dieser Lesung auch noch ein paar Mal. Ja. Super. Dann muss ich dazu ja auch gar nicht mehr sagen. Ich wollte jetzt nicht den Wind aus den Segeln. Nein, das hast du auch gar nicht. Ich hatte eigentlich auch ursprünglich eigentlich einen anderen Punkt, der sich so herauskristallisiert hat, wie sehr dieses schwarze Papsttum doch eigentlich der eigentliche Fädenzieher ist, fand ich jetzt nochmal so aus den letzten Sätzen deinen Anmerkungen auch heraus so zu lesen oder herauszuhören, wie viel doch mehr Einfluss da einfach von ausgeht von dem obersten General der Jesuiten. Und auch noch ein Punkt, dass auch während du jetzt noch von dem, wie nannte er sich noch, Kardinal der letzte, den du jetzt auch die Fußnote vorgelesen hattest. Ganganelli. Ganganelli, genau. Der Papst, Clemens XIV. Wird. Genau, ja. Und das zeigte mir auch nochmal so, es gibt dann auch immer viele Menschen oder Personen, die, sage ich mal, den Jesuiten ergeben sind, aber gar nicht jetzt unbedingt jetzt speziell auch Mitglied sind oder ja, in jetzt direkten Zusammenhang mit denen unbedingt stehen müssen, aber irgendwie dann doch auf irgendeine Art und Weise wieder mit denen ergeben ist. Also da fiel mir jetzt noch Alfonso Liguri ein, der selbst ja kein Jesuit ist, aber den ja ergeben war und
ja auch so eine Moraltheologie verfasst hat. Richtig. Und dadurch ja auch letztendlich wenn die Jesuiten jetzt verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung, dass das natürlich auch eine riesige Gefahr darstellt, dann natürlich für folgende Generationen, wenn das nicht weiter gelehrt wird. Ne? Genau. Du greifst einen sehr interessanten Punkt auf, der etwas später in diesem Buch auch noch besprochen wird. Da kommen wir noch drauf an. Aber das ist es eben. Dieses Tapassorsi nennt das in seinem Buch Herrscher des Bösen ja eine Deckung aufgeben, um eine andere Deckung zu verbergen. Oder eine andere Tatsache zu verbergen. Eine Deckung für eine andere aufgeben. Und das ist genau das, was sie hier machen. Das ist genau das, was mit dem Verbot des Jesuitenordens mehr oder weniger bezweckt ist. Deswegen nennt ja Griesinger selbst auch dieses Kapitel scheinbare, ich komme jetzt nicht mehr genau auf den Titel, sagt er nicht die scheinbare Aufgabe des Jesuitenordens, die Aufhebung des Jesuitenordens durch Papst Clemens XIV., der Scheintod des Jesuitismus, ja? So heißt das siebente Buch, der Scheintod. Also Griesinger gibt uns ja hierbei bereits zu erkennen, dass es eben nur so scheint, als ob sie tot sind. Genauso wie in Offenbarung 13 das Tier eine scheinbar tödliche Wunde erleidet. Aber eben auch nur eine scheinbar tödliche Wunde, nicht tödlich. Ja, ich danke euch beiden herzlich für die Beiträge und dann freut es mich unglaublich, fortfahren zu können in diesem wundervollen Buch von Karl Theodor Griesinger, in dem wir noch so viel Dinge lernen werden und dass diese Lesung, die macht so viel Spaß mir. Also nicht, dass es irgendwie ganz tolle Sachen zu lesen gibt, im Gegenteil, wird einem da mehr schlecht von manchen Dingen, die man hier liest, aber es macht so einen Spaß, weil auf einmal sich einem die Wahrheit vor allem entblößt, auf eine Art und Weise, wie man es vorher noch nie gesehen hat. Und das finde ich halt so wunderbar, so richtig schön. Und deswegen gehe ich auch so gern in dieser Lesung auf. Und wenn ich dabei mal ein wenig laut werde, dann müsst ihr das eben mal ertragen. Übrigens nicht bloß Sie glaubten so, fährt der Autor fort, sondern auch noch eine Menge von anderen Leuten und insbesondere jene Könige und Herrscher, von denen ich oben gesprochen habe. Umso erstaunter war daher alle Welt, als Antichrist Clemens XIV. Gleich nach seinem Regierungsantritt der Gesellschaft Jesu für ihre Missionen in fernen Weltteilen ganz neue, sehr ausgedehnte Ablassprivilegien erteilte und einige Wochen später, am 15. Juli 1769, dem Könige von Frankreich schrieb, es sei ihm rein unmöglich, ein so löbliches Institut wie das der Söhne Loyolas, welches von 19 seiner Vorgänger bestätigt worden, umzustoßen oder auch nur hart zu tadeln. Sollte man sich, so fragte man sich jetzt, in Ganganelli also bedeutend getäuscht haben? Oder war derselbe von den schlauen Loyaliten bereits gekirrt? Ja, das Wort kommt von kirren, heißt locken, ködern, ja, durch einen sinnlichen Reiz etwas herbeiziehen. Das heißt Kirn, sollte oder war dieser von den schlauen Loyaliten bereits gekirrt und zu ihren Gunsten umgewandelt worden? Nein, keins von beiden, sondern der neue Papst wollte die Gesellschaft Jesu sicher machen, um durch keine Kabalen, Listen und Gewalttaten an dem, was er auszuführen willens war, gehindert zu werden. Er wollte das Kardinalskollegium, von dem er sich wegen seiner Jesuitenfreundlichkeit nichts Gutes versah, nicht gleich von Anfang an vor den Kopf stoßen, damit er desto ungestörter an seinen Plänen arbeiten und dieselben zur Geltung bringen könne. Eben deswegen vertraute er sich auch niemandem, nicht einmal denen, die ihm am nächsten standen, an. Und einen Kardinalstaatssekretär, das heißt, einen Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannte er ohnehin nicht. Vielmehr verhandelte er mit den auswärtigen Mächten für sich alleine und die ganze Korrespondenz mit den Königen von Portugal, Spanien, Frankreich und Neapel sowie mit deren Ministern Pombal, Aranda, Chauffeuil, Dutilleux und so weiter und so fort ging nur durch seine eigene Hand. So sehr nun aber auch der neue Papst seine wahren Absichten ins Dunkel des Geheimnisses zu hüllen verstand und so sehr man sich in manchen politischen Kreisen den Kopf darüber zerbrach, so ging doch aus seinen Handlungen wenigstens so viel hervor, dass er sich mit den unter dem Regiment seines Vorgängers aufs tiefste beleidigten Königshöfen wieder auf einen guten Fuß zu stellen versuchte.
dass es ihm darum zu tun war, den Riss, der bereits faktisch zwischen ihnen und Rom bestand, nicht nur nicht weiter klaffen zu machen, sondern ihn vielmehr durch versöhnlich entgegenkommende Schritte gänzlich zu beseitigen. Er erhob nämlich also bald das von Clemens dem 13. gegen den Herzog von Parma erlassene Monitorium auf und befreite diesen Fürsten förmlich von der Exkommunikation. Darauf bat er den König von Portugal, wieder wie früher einen Gesandten in Rom zu halten und sandte sofort seinerseits einen Nuntius als seinen Stellvertreter nach Lissabon. Ganz das Gleiche tat er beim spanischen Hofe und hatte auch hier das Glück, entgegenkommend behandelt zu werden. Etwas anders jedoch benahmen sich die Regierungen von Neapel, von Venedig und von Toskana, indem dieselben eine Menge von Klöstern aufhoben und auch sonst auf eigene Faust eine Menge von reformatorischen Neuerungen vornahmen. Allein, statt mit Feuer und Schwert dreinzuschlagen, schwieg der Antichrist Clemens der 14. zu diesem allen ganz stille. Selbst auf die Gefahr hin, dass man ihn vielerseits beschuldigte, heimlich jene Neuerungen zu begünstigen. Kurz, er wollte offenbar den Frieden wiederherstellen und bewies bei diesem Versöhnungsakte eine Mäßigkeit und eine Freundlichkeit, welche man seit Jahrhunderten vom römischen Stuhl nicht gewohnt war. Dies, und da komme ich auf Viktor seinen Kommentar von gerade eben zu sprechen, ist Bilderbuch Sun Tzu-Taktik. Seht ihr jetzt, wie wichtig es ist, verschiedene Geschichtsquellen zu haben, um die wirklichen Zusammenhänge zu verstehen? Wenn wir nicht das Kapitel 11 lesen, das ist wohl Sun Tzus Art des Krieges in Herrscher des Bösen, und die Art des Krieges von Sun Tzu, die ein nichts weiter ist als eine Jesuitentaktik, verstehen, dann verstehen wir auch nicht, warum der Kardinal Ganganelli, Antichrist Papst Clemens der 14. hier so politisch gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Das ist ganz unumstößlich deutlich. Einen Stein des Anstoßes, fährt der Autor fort, jedoch konnte er mit aller Zuvorkommenheit nicht entfernen. Einen Stein nicht. Nämlich den, das jesuitische Ärgernis und die sämtlichen bourbonischen Höfe erklärten ihm durch ihre Gesandten einstimmig, dass, solange keine förmliche Aussöhnung stattfinden, solange die weggenommenen Gebietsteile Benevent, Monte Corvo, Avignon und Benissin nicht zurückerstattet, solange kein Peterspfennig, keine Dispens und andere Gelder nach Rom gesandt werden könnten, bis die Gesellschaft Jesu förmlich von der römischen Kurie aufgehoben sein würde. Also einige stellen sich hier sehr trotzig auf. Umsonst bat er die Kardinäle Bernis und Orsini sowie den Abt Asparu, welche den französischen, neapolitanischen und spanischen Hof vertraten, ihm doch Zeit zu lassen. Zitat, weil er jenen berühmten Orden doch nicht unterdrücken könne, ohne solche Ursachen zu haben, die ihn vor den Augen der Welt und insonderheit vor Gott rechtfertigen müssten. Ende Zitat. Umsonst schob er die Sache 3 vollständige Jahre lang hinaus. Ja? Nein, nicht umsonst, sondern, fahren wir hier fort, nicht umsonst, sondern im Auftrage von Ricci, der diese Zeit benötigte, um das Auffangbecken der Jesuiten fertigzustellen, den Orden der Illuminaten, der durch Adam Weishaupt 1776 gegründet wurde. Wie wir auch bei Herrscher des Bösen in der Lesung lernen werden, war das Verbot der Jesuiten eine Sun Tzu, also eine Jesuitenordentaktik des Aufhebens einer Deckung, um eine andere Sache zu tarnen. Wie wir sehen werden, wird die Welt im Laufe der nächsten Jahrzehnte in Sicherheit gewiegt, dass der Orden der Jesuiten aufgehoben ist und aus dem Vatikan nach 1798 auch keine Gefahr mehr droht. Und genau aus diesem Grunde erscheint der Orden seitdem im allgemeinen Verständnis in einem anderen Licht. Damals, im 17. und 18. Jahrhundert, haben die Leute anders über die Jesuiten gedacht und gesprochen und geschrieben, als sie es danach zum späten des 19. und 20. und sicher im 21. Jahrhundert tun. Und eben weil wir diese Geschichte nicht kennen, haben wir da keine Lehren rausgezogen. Es geht darum, genauso wie ich hier in dem Kommentar geschrieben habe. Lorenzo Ricci hat diese Zeit hinausgezögert,
weil so ein Orden der Illuminaten gründet sich nicht von heute auf morgen. Auch wenn der Illuminati-Orden von Adam Weishaupt keine Neugründung war, sondern nur eine Fortsetzung des bereits Jahrhunderte bestehenden Ordens der Alumbrados in Spanien und halt erneuert wurde und dem ein neuer Anstrich gegeben wurde. Aber dafür brauchte Adam Weishaupt eine Zeit. Also hatte Lorenzo Ricci einen ganz bestimmten Plan, wann die Jesuiten verboten werden würden, um dann in dieser neu gegründeten Geheimgesellschaft der Illuminaten wieder fortkommen zu können, um dann dafür zu sorgen, mit den Umstürzen der Französischen Revolution und alles, was da im Nachhinein passiert ist, dafür zu sorgen, dass die Jesuiten dann später, 1814, durch Papst Pius den, schlag mich tot, siebten, glaube ich, dann wieder, ja, Papst Pius der siebte, dann wieder zugelassen werden würden. Das ist alles ein im Voraus geplanter Schachzug. Und das kann ich euch deswegen versichern, weil die Jesuiten, und das wissen wir aufgrund von vielen Dingen, die bereits lange vorher geplant waren, die römische katholische Kirche einerseits und die Jesuiten andererseits planen ihre Handlungen 50, 100, bis zu 150 Jahre im Voraus. Da kann mir kein Mensch erzählen, dass das Verbot des Jesuitenordens 1773 nicht lange vorher geplant und in die Kalkulation einbezogen war. Weil das Resultat ist ja, dass nachdem der Orden wieder zugelassen wurde, im 19. Jahrhundert, seitdem die Jesuiten ganz anders angeschaut werden. Und später im 19. Jahrhundert haben kaum noch Staaten die Jesuiten verboten. Kaum noch. Es gab noch welche. Unter anderem Deutschland 1872 mit Bismarck hat die Jesuiten verboten. Aber auch Frankreich hat es noch getan. Aber die Verbote waren lange nicht mehr so intensiv und lange ausgesprochen wie früher. Und der Jesuitenorden hat ein anderes Gewand angezogen bei seiner Wiederauferstehung. Da kommen wir noch hin, später. Ich will das nur schon mal ein wenig vorwegnehmen, dass wir die Geschichte begreifen. Dieses Verbot des Jesuitenordens, auf das wir jetzt hinlesen, 1773, das durch Papst Clement XIV. In den nächsten paar Minuten der Lesung ausgesprochen wird, war von auf langer Hand vorher bereits geplant. Das muss man eben verstehen. Nichts in der Politik passiert, ohne dass es geplant ist. Auch so etwas nicht. Also, lesen wir nochmal den letzten Satz, der zu diesem Kommentar hier geführt hat, um wieder reinzukommen. Der Papst sagt, weil er jenen berühmten Orden doch nicht unterdrücken könne, ohne solche Ursachen zu haben, die ihn vor Augen der Welt und insonderheit vor Gott rechtfertigen müssten. Umsonst schob er die Sache 3 vollständige Jahre lang hinaus. Nicht umsonst, wie wir gerade gelesen haben in meinem Kommentar. In der Hoffnung, die bourbonischen Höfe durch das lange Temporisieren müde zu machen. Umsonst, meinte er endlich, diese Höfe könnten sich auch mit einigen Verbesserungen begnügen, die er an dem Jesuitischen Institut zu machen versprach und mit denen er im Jahre 1772 durch Schließung verschiedener Seminarien des Ordens in Rom, Frescati und Bologna in der Tat den Anfang machte. Aber umsonst. Denn die bourbonischen Höfe, denen sich jetzt sogar die frommbigotte Maria Theresia von Österreich anschloss, verlangten kategorisch die vollständige Aufhebung des Ordens und somit musste sich der Papst wohl oder übel schließlich zu diesem Schritt bequemen. Ich sagte wohl oder übel. Und ich sagte dies aus guten Gründen. Obgleich nämlich Antichrist Papst Clemens XIV., solange er noch Kardinal war, den jesuitischen Übergriffen stets mit Festigkeit entgegentrat, und obgleich er auch von der Gemeinschädlichkeit der jesuitischen Moral und Lehre vollkommen überzeugt sein mochte, obgleich ferner die Söhne Loyolas ganz ungescheut den Gehorsam gegen ihren General weit höher stellten als den gegen den päpstlichen Stuhl, und obgleich sie aus diesem Grunde dem Letzteren oft und viel ihre Dienste versagten, ja, ihm sogar offen entgegentraten, obgleich endlich die sämtlichen übrigen Orden sowie die meisten Weltgeistlichen mit den Loyoliten in Feindschaft lebten und sich nach nichts mehr sehnten, als von deren despotischer Arroganz erlöst zu werden, so musste doch
auf der anderen Seite zugegeben werden, dass noch kein Institut dem Papsttum größeren Nutzen gebracht hatte als das der Loyoliten. Denn sie allein waren es gewesen, welche zur Zeit der reformatorischen Bewegungen der Herrschaft Roms den größten Teil ihres Gebiets gerettet hatten. Und bis auf die neuesten Zeiten herab machten sie die Kampffähne für die päpstlichen Hoheitsrechte gegenüber den Ansprüchen der weltlichen Monarchen. Überdem durfte man es sich verhehlen, dass ein Papst, welcher dem Orden Jesu zu Leibe zu gehen sich erkühnte, ein viel größeres Wagnis unternahm als ein Krieger, welcher sich dem feindlichen Geschütz in einer Feldschlacht entgegenstellte, in dem noch jeder Statthalter Christi auf Erden, der so etwas, daran so etwas dachte. Ich erinnere an die Päpste Sixtus V., Clemens VIII. Und Innozenz XIII. Schnellstens von der Erde hinweggerafft wurde. Nur die größte Not also konnte den Antichristpapst Clemens XIV. Dazu bewegen, den Willen der Monarchen zu erfüllen. Und so setzte er endlich das Breve auf, also die Bulle, den Brief in diesem Fall, worin die Aufhebung des Jesuitenordens dekretiert ist. Dasselbe führt das Datum vom 21. Juli 1773. Allein damals wurde es noch nicht bekannt gemacht. Vielmehr wollte der Papst es erst prüfen lassen, ob sein Inhalt auch ganz korrekt sei. Und er nannte dazu eine Kommission oder Kongregation, Entschuldigung, bestehend aus den Kardinälen Corsini, Marioschi, Caraffa, Zelada und Casoli, aus den Prälaten Macedonio und Albani und aus zwei berühmten Theologen, dem Bruder Mamacci und dem Dominikaner und dem Bruder Christoph von Monferrate, einem Franziskaner. Oder Monserrate, einem Franziskaner. Diese Neune nun versammelten sich täglich bei seiner Heiligkeit und gingen mit ihm den Inhalt des Breve Wort für Wort durch. Jeder aber musste feierlichst angeloben, kein Wort von den Verhandlungen verlauten zu lassen. Und so erfuhr denn in der Tat niemand etwas von dem, was im Werke war. Am 16. August 1773 ward die Beratung zu Ende gebracht. Und sofort unterschrieb der Papst das Schriftstück, welches vor seinen Anfangsbuchstaben den Titel Dominus ac Redemptor Noster erhielt. Dominus ac Redemptor Noster. Das heißt auf Deutsch Gott und unser Erlöser. Und ich habe da auch ein Bild, das muss ich mal eben sehen. Ich habe das vorhin noch extra vorbereitet. Nicht Domini, Dominus. Moment. Das ist das Bild von der päpstlichen Bulle. Dann können wir das auch mal sehen. Es gibt da verschiedene Bilder von, ich habe jetzt dieses hier gewählt. Hier lest ihr Dominus ac Redemptor Noster Jesus Christus. Ja. Es war ein wichtiger Aktus, dieser Aktus des Unterschreibens. Denn der Papst besiegelte damit das Todesurteil eines Ordens, welcher noch vor kurzem durch seine Macht die ganze Welt zu erschüttern imstande gewesen war. Und zugleich besiegelte er auch damit sein eigenes Schicksal. Er besiegelte damit sein eigenes Todesurteil. Auch hatte er hiervon nur eine zu deutliche Ahnung, indem er während des Unterschreibens ausrief, damit beurkunde ich meinen nahen Sterbetag. Allein seine Hand zitterte deswegen doch nicht, sondern die Schriftzüge nahmen sich vielmehr so fest und entschieden aus wie je. Und man sah es ihm an, dass er mit vollkommenster und bestens überlegter Entschlossenheit gehandelt habe. Sobald das Abschaffungsbreve fertig war, wurde auch dessen Ausführung beschlossen. Und zwar ging man an diese noch am oben genannten 16. August abends, eine halbe Stunde nach 8 Uhr. Genau um diese Zeit rückte die ganze korsikanische Garde aus und besetzte die Tore von allen jesuitischen Kollegien und Häusern in Rom, so dass niemand mehr aus noch ein konnte. Die Minute darauf erschienen, gefolgt von starken Chors Spirren, ja, Spirren, das ist italienisch aus dem Wort Spitzel, besonders im Kirchenstaat, aber auch in anderen Teilen Italiens, wurden ursprünglich die Beamten der Gerichts- und Polizeibehörde als Spirren bezeichnet oder eben auch Spitzel bezeichnet. Also,
gefolgt von starken Korps Spirren oder Stadtwachen, päpstliche Kommissäre, je ein Prälat mit einem Notar drangen in die Häuser ein, versammelten sofort sämtliche Anwesenden und lasen ihnen die Aufhebungsakte ihres Ordens vor. Darauf ließ man ihnen 3 Tage Bedenkzeit, ob sie, ohne gottesdienstliche Handlungen verrichten zu dürfen, unter der Aufsicht eines Weltpriesters gemeinschaftlich in einem und demselben Hause leben oder aber ob sie ganz in die Welt zurücktreten und sich, was man sagt, säkularisieren lassen wollten. In beiden Fällen sollten sie einen angemessenen Gehalt bekommen, also ein angemessenes Gehalt, sagen wir heute, um für die Zukunft davon zu leben und denjenigen, welche zu ihren Verwandten ins Familienleben zurückzukehren beabsichtigten, versprach man noch extra ein geziemendes Reisegeld. Dagegen mussten sämtliche Patres ohne Verzug ihr Ordenskleid ablegen und man gab ihnen zu diesem Behufe schon vorher parat gehaltene weltliche Kleider. Auf diese Art verfuhr man im Allgemeinen gegen die in Rom anwesenden Söhne Loyolas, mit ihrem General dagegen, dem schon öfters genannten Lorenzo Ricci oder Lorenzo Ricci, machte man eine kleine Ausnahme. Ihm nämlich, sowie auch seinem Assistenten, mit denen er das herrliche Professorhaus zu Rom bewohnte, setzte man eine besonders starke Wache vor die Türe und dann nahm man ihnen einen feierlichen Eid ab, dass sie ihre sämtlichen Habschaften sowie überhaupt die Habschaften des Ordens getreulich angeben, respektive in die Hände der päpstlichen Behörden übergeben wollten. Daraufhin untersuchte man alle Zimmer und sonstigen Lokale des Professhauses sowohl als der übrigen jesuitischen Häuser aufs Genaueste, versiegelte die Archive, Kassen und Schatzkammern und besetzte alle Zugänge mit doppelter Wache. Doch trotz dieser Vorsicht aber fand Ricci noch Kommunikationsmittel mit der Außenwelt oder hatte man wenigstens den Grund zu vermuten, dass er sie gefunden habe, und somit brachte man ihn um Mitternacht des folgenden 17. August ins sogenannte englische Kollegium, wo man ihn scharf bewachte. Auch seine Assistenten wurden aus dem Professhause fort und in andere Lokalitäten gebracht, wo man sie einzeln einsperrte, um desto sicherer allen Unterschleifen vorbeugen zu können. Allein es zeigte sich bald, dass selbst diese strengsten Maßregeln noch nicht streng genug seien. Denn in der Nacht des 18. August stieg plötzlich aus den Schornsteinen des deutschen und ungarischen Kollegiums, ja, wir hatten ja früher schon gelesen von dem Collegium Germanum, das die Jesuiten in den 40er Jahren bereits im 16. Jahrhundert dort errichtet hatten, also aus diesem Schornstein unter anderem und dem ungarischen, stieg ein starker Rauch auf. Und wie man es den Näheren nachsah, so rührte derselbe von nichts anderem her als von Papieren, welche die Jesuiten in Masse den Flammen übergaben. Infolgedessen brachte man die Patres Stefanucci, Fabre, Benincosa, Coltracro, nebst einigen anderen Beteiligten auf die Engelsburg und inquirierte sie da auf das Strengste, welchen Inhalts die verbrannten Papiere gewesen seien. Sie gestanden aber nichts. Gerade so wenig, als ihr General nebst seinen Assistenten, von welchen man wissen wollte, wohin das bare Geld und die Kapitalien, die doch sicherlich im Professhaus wie in den Kollegien der Jesuiten vorhanden gewesen, geflüchtet worden seien. Ja, sie gestanden nicht nur nichts, sondern sie stellten sich zugleich so unschuldig, stupid hin, ja, das englische Wort stupid im Deutschen, stupide, hin, als ob sie nicht 5 zählen könnten. Hatte doch der General Ricci gar die tolle Frechheit zu behaupten, dass sein Orden gar nie Bargeld oder Kapitalbriefe besessen habe. Vielmehr sei dies eine müßige Erfindung träumerischer oder böswilliger Menschen. Heute nennen wir das Verschwörungstheorien. Und er könne deshalb überhaupt nicht begreifen, wie Leute von Einsicht sich nicht schämten, eine solche Fabel auch nur vorzubringen. Ganz dieselbe Behauptung stellten auch sein Sekretär Comoli sowie seine Assistenten Johann de Guzman von Portugal, Ignaz Romberg von Deutschland und Karl Koriki von Frankreich, Franz Montes von Spanien und Anton Kongo von Italien auf. Und zwar mit einer Einstimmigkeit, dass man wohl sah, es sei dies ein auswendig gelerntes Argumentlein.
da war es dennoch dem Untersuchungsrichter Andreatti des offenkundigen Hohnes zu viel. Und er befahl daher am 23. September den General nebst seinem Sekretär und seinen Assistenten sofort ebenfalls auf die Engelsburg zu bringen, in der Hoffnung, sie durch den dortigen engen Verhaft etwas gefügiger zu machen. Die Translokierung, also Versetzung oder Verlegung, wurde augenblicklich ausgeführt und man hielt die Verhafteten sehr streng, aber von gefügiger werden war keine Rede. Und namentlich blieb der General Ricci bis zu seinem Sterbetag, den 24. November 1775, bei seinen lügenhaften Aussagen, obwohl es damals bereits so ziemlich erwiesen war, dass die jesuitischen Gelder vorsichtshalber schon vor mehreren Jahren bei einigen den Orden besonders ergebenen Großen, und darunter befanden sich auch ein paar Kardinäle, geh- und verborgen worden seien. Hier möchte ich die Lesung für heute beschließen, aber ich muss hier noch in eine kleine Note eintauchen. Es muss nämlich eigentlich lesen, seinem angeblichen Sterbetag, dem 24. November 1775. Und wenn man gerne erfahren möchte, ob der General der Jesuiten Lorenzo Ricci nun wirklich am 24. Dezember, November 1775 das Zeitliche gesegnet hat oder nicht, dann kann man nicht umhin kommen, das Buch Herrscher des Bösen zu lesen. Weil da lesen wir auch von der Auferstehung nicht nur des Jesuitenordens, sondern von Aktivitäten, die Lorenzo Ricci erwiesenermaßen, es gab Augenzeugen, deutlich nach diesem Datum befolgt hat. Und wenn wir Herrscher des Bösen lesen und wir lesen von der Engelsburg ein wenig detaillierter als hier in diesem Schreiben bis jetzt, dann wird einem jedem deutlich, dass Lorenzo Ricci sein Tod auch hier nur gespielt war, weil er hatte noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle zu erfüllen. Aber die Lesung möchte ich für heute hier beenden. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich möchte eben noch meinen beiden Brüdern das letzte Wort erteilen. Ich schließe hiermit ab und erteile meinen Brüdern Michael und Viktor, die sich selbst bestimmen können, wer das erste und wer das letzte Wort übernimmt, das letzte Wort. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel und Maranatha. Ja, wenn der Viktor sich nicht meldet, dann meldet der Michael sich, ne? ja, also das waren ja wieder eine ganze Menge Informationen aus den deutschen Gefilden. Ich hätte da jetzt noch einen Kommentar zu. Ich möchte nämlich mal auf eine Fehlinformation hinweisen, die ich jetzt mal zwischenzeitlich mal ein bisschen eruiert habe, und zwar zu der Person Adam Weishaupt. Deswegen versuche ich doch jetzt mal hier diese Sache bildschirmmäßig zu teilen. Bildschirm teilen, so. Ja, bin ich jetzt falsch? Ich hoffe jetzt, es kann man was sehen, ja? Geht das? Jo. Okay, gut. Und zwar in der Wikipedia steht beschrieben, Johann Adam Weishaupt war der Gründer des Illuminatenordens, so viel Freimaurer, Autor, Hochschullehrer und Philosoph. Als Gegner der Jesuiten wurde der Aufklärer und seinen religiösen und politischen Ansichten zunehmend liberal. Er favorisierte den Deismus und den Republikanismus. Worum es mir geht, ist hier als Gegner der Jesuiten. Schaut man jetzt hin auf seinen Lebenslauf, dann sieht man, dass der nicht nur in Ingolstadt aufgewachsen ist, sondern auch in Ingolstadt das Jesuitenkolleg besucht hat. So, mit 15 verließ er diese Schule, um sich dem Studium der Philosophie, der Geschichte und der Staatswissenschaften zu widmen. Und so weiter. Er studierte an der Universität Ingolstadt, ja, Geschichte. In einer Stadt, die Jesuiten geprägt ist, weil das Jesuitenkolleg Ingolstadt schon seit ganz langer Zeit bis zur Aufhebung des Jesuitenordens im Jahre 1773 bestand. Ja, dieser gute Mann hat aber 1768 zum Doktor der Philosophie promoviert in Ingolstadt. 1772 wurde er außerordentlicher Professor der Rechte und 1773 ordentlicher Professor für Kirchenrecht in Ingolstadt. Ergo, er ist in einem Jesuitenkolleg
aufgewachsen. Er hat in einer Jesuitenstadt studiert, als die Jesuiten noch nicht verboten waren. Und er war ordentlicher Professor für Kirchenrecht in Ingolstadt. Das heißt, er ist katholisch geprägt, jesuitisch instruiert oder indoktriniert und hat letzten Endes eine Professur für Kirchenrecht in dieser jesuitischen Stadt erhalten. Und zwar 1773, da war der gute Mann, wenn ich richtig rechne, gerade mal 25 Jahre alt. Da war der schon ordentlicher Professor. Ich denke mal, ich verrechne mich da jetzt nicht. 1773 minus 1748 ist bei mir 25. So, wo sehe ich jetzt die Fehlinformation? Die Fehlinformation sehe ich jetzt in der Aussage als Gegner der Jesuiten. Denn wenn ich Katholik bin und eine Professur für Kirchenrecht habe, muss ich Katholizismus vertreten. Das heißt letzten Endes, dass ich dann der Order des Papstes zu folgen habe. Und wenn der Papst seit 1543 hingeht und die Jesuiten da empfiehlt oder den Katholiken anempfiehlt als Soldaten Jesu sozusagen, dann sehe ich da jetzt in keinster Weise gerechtfertigt, den Adam Weishaupt als Gegner der Jesuiten zu titulieren, nur weil er freimaurerische Ansichten hat. Ja, man kann beides sein, wenn man ein Machtmensch ist. Das sieht man heutzutage immer wieder. Man kann immer noch Wasser predigen und Wein trinken, ist für die Herrschaften da ganz oben überhaupt kein Problem. Aber ich sehe jetzt hier überhaupt keine Rechtfertigung, dass er der Gegner der Jesuiten ist. Im Gegenteil, er ist ja letzten Endes derjenige, der zu der Zeit, wo die Jesuiten verboten worden ist, ja schon instruiert, indoktriniert geworden ist. Und gleichzeitig ist er dann durch das Verbot der Jesuiten sozusagen, ist er dann ja auch nochmal bevorteilt worden und hat dann letzten Endes seinen Orden erreichen können. Das heißt, ich sehe ihn als absoluten Machtmensch, der sich immer auf die Seite schlägt, die ihm gerade am meisten nützt. Und ich sehe ihn jetzt als hochintelligenten Menschen, denn er ist mit 25 Jahren, hat er eine Professur bekommen und das sicherlich aus guten Gründen. Da wird im Hintergrund unheimlich viel Vitamin B gewesen sein, kann ich mir gut vorstellen, habe das aber nicht eruiert. Aber ich sehe hier überhaupt keinen Anhaltspunkt, ihn als Gegner der Jesuiten darzustellen, nur weil er dann während des Verbotes der Jesuiten in irgendeiner Art und Weise jetzt da einen Orden gründet. Das sehe ich überhaupt nicht und deswegen wollte ich diese Wikipedia-Seite mal mit euch teilen. Das finde ich sehr schön, dass du das machst und ich kann dir dazu nur Folgendes sagen. Sie schreiben ja hier selber, dass er Freimaurer war. Wikipedia wird aber niemals zugeben, dass die Freimaurerei an ihrer obersten Stelle kontrolliert ist vom schwarzen Papst. Das Freimaurertum ist nichts anderes als der protestantische Arm des Jesuitenordens. Die haben zwei Arme, wie ein Mensch auch. Ein rechts, ein links. Der eine ist das Freimaurertum und das andere sind die päpstlichen Ritterorden, wie zum Beispiel die Ritter von Malta, die Ritter von Kolumbus, die Ritter von Papst Gregorius und so weiter und so weiter. All diese ganzen päpstlichen Ritterorden sind alle den Jesuiten unterstellt. Alle Freimaurerlogen sind an oberster Stelle dem Jesuitengeneral unterstellt. Er ist der Höchste und das ist nicht ich, der das sage, sondern da gibt es verschiedene Autoren von unter anderem Helena Petrova Blavatsky, von Manly P. Hall und anderen, aus denen man sich dieses Wissen rausziehen kann, die diese Dinge veröffentlicht haben. Und das ist für die Eingeweihten, für diejenigen, die diese Themen wirklich studieren und nicht nur Wikipedia lesen, überhaupt kein Geheimnis. Aber es wird hier natürlich in Wikipedia in diesem Artikel dargestellt, als sei er ein Gegner der Jesuiten, genauso wie eben auch gerade eben gelesen, Papst Clemens XIV. Auch mehr oder weniger als ein Freund der Jesuiten erst dargestellt wird oder ein Gegner der Jesuiten, weil er macht ja schließlich, bringt er ja die Bulle raus, Domine ac redemptor noster, ja, er verbietet die Jesuiten, also muss er ja wohl ein Feind sein, aber die ganze Zeit hat er ihr Spiel gespielt. Die Jesuiten und die römisch-katholische Kirche leben davon, dass man sein Leben opfert für das größere Ziel des Ordens. Ja? Das wissen wir doch alle, das größere Ziel des Ordens. Dafür hat man den Kadavergehorsam, dafür haben wir den jesuitischen Spruch Ad Majorem Dei Gloriam zur
alles zur größeren Ehre Gottes. Das Problem ist nur, dass sie damit nicht den Gott der Bibel meinen und nicht den Jesus Christus, den einzigen eingeborenen Sohn des Gottes der Bibel meinen, sondern dass sie ihre eigene Trinität meinen, dass sie ihren eigenen Gott meinen. Der Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche ist nicht der Jesus Christus der Bibel. Ja? Und das ist natürlich dann ganz wichtig, wenn du solche Sachen aufdeckst, dass man den Leuten eben bekannt gibt oder deutlich macht, schaut mal, es ist nicht so, wie es scheint. Sicher nicht bei den Jesuiten. Es ist alles vorher geplant. Und wenn ich natürlich selbst dann heute noch in 2019 solche Artikel im Internet platzieren kann, die das auf einmal alles so darstellen, als ob der Weißhaupt jetzt ein Gegner der Jesuiten wäre, dann verwirre ich die Menschen nur und nehme ich ihnen die tatsächliche Erkenntnis der Wahrheit weg. Dazu dienen diese Lesungen und dafür ist es wunderbar, dass du diesen Artikel gerade aufgedeckt hast, Michael. Dafür herzlichen Dank und dass wir das auch nochmal eben besprechen konnten. Ja. Ja. Ich meine noch, ganz kurzer Nachtrag, ich meine dazu die Information, dass die Freimaurer letzten Endes luziferisch sind und vom schwarzen Papst kontrolliert werden. Die habe ich jetzt ja extra nicht gegeben, denn die Information kann ich ja dem normalen Wikipedia-Besucher nicht abverlangen. Da kann ich ja nicht voraussetzen, dass er dieses Wissen hat. Es geht ja nur darum, dass da auf dem Wikipedia-Artikel letzten Endes nicht nur eine Fehlinformation, sondern sozusagen eine Meinung vertreten wird, die aber eben nicht falsifiziert wird. Ja, die wird nicht falsifiziert, nicht verifiziert, da steht einfach eine Meinung, ja, und die ist aber in keinster Weise begründet. Es gibt keine Fußnote dazu, es gibt kein Zitat dazu, es gibt letzten Endes nichts dazu. Nur wenn man die Freimaurer jetzt als Gegner der Jesuiten bezeichnet, muss das dann wohl so sein. Und das stelle ich überall fest, das fängt jeden Tag an, wenn ich mir so ein Nachrichtenmagazin wie NTV oder so anschaue, dann steht da drin, dass die Premierministerin von England zum Beispiel, diese May grandios gescheitert und dieses und jenes. Es werden keine Nachrichten und keine Informationen rausgegeben, sondern Meinungsmache betrieben. Es wird manipuliert, es werden Meinungen von sogenannten Redakteuren, von sogenannten Journalisten veröffentlicht. Und das ist auch jetzt hier ein Gegner der Jesuiten, ja, der auf einem Jesuiten-College studiert hat, in einer Jesuiten-Universität, in einer jesuitischen Stadt, ja, der Professor für Kirchenrecht ist, mit 25 eine Professur hat, ist für mich letzten Endes nicht verifizierbar, ist für mich keine Information, sondern eine Meinung. Und damit letzten Endes ist das für mich eine Verschwörungstheorie, denn das ist nirgendwo bewiesen, dass es so ist. Das sind die wahren Theorien, die da draußen rumschwirren, die einfach nur gemacht werden, um Leute in eine gewisse Richtung hinzuschieben. Aber es gibt dafür keinen Beweis. Man kann auch mit beiden Seiten partizipieren, weil für mich ist er mit 25, jeder, der mit 25 eine Professur erhält, ist für mich ein absoluter Machtmensch, der sich mit der bestehenden Herrschaftsstruktur arrangiert. Ansonsten wenn ich der Querkopf bin, werde ich nicht mit 25 Professor. Ich werde mit 25 Professor, weil ich einflussreiche Freunde habe, weil ich der Zeitströmung entspreche und weil ich der Machtmensch bin, der letzten Endes das macht, was andere von mir verlangen. Ansonsten bin ich mit 25 sicherlich überall, nur nicht da als Professor. Das war's. Ja, und was die Leute halt einsehen müssen, das ist, dass Jesuitismus und Freimaurerei zwei Arme derselben Person sind. Oder mit anderen Worten, um es noch bildlicher auszudrücken, zwei Flügel desselben Vogels. Ja? Jesuitismus auf der einen Seite und Freimaurerei auf der anderen. Sie dienen alle beide demselben Herrn. Du hast ja in dem Artikel von Wikipedia deutlich gezeigt, dass es bei den Freimaurern um Deismus geht. Das schreiben sie ja ganz richtig. Das Problem ist nur, was ist denn Deismus? Deismus ist, dass man einen Gott erkennen muss. Darauf werden die Freimaurer auch eingeschworen, wenn sie ihren Eid ablegen. Und welches ist der Gott, auf den sie das ablegen? The Grand Architect of the Universe. Tagotu, oder wie das abgekürzt heißt da. Grand Architect of the Universe, Gaotu. Ja? Da schwören die drauf. Und das kann für dich jeder sein. Und die Jesuiten sind alles für jeden. Siehst du das Gleichnis darin? Damit sollten wir das wohl heute hierfür beenden und dann natürlich noch unserem Bruder Victor die letzten Worte. Ich habe noch eine Sache ganz kurz dazu. Ja, bitte, bitte. Bei Matrix heißt derjenige, der die Matrix da auch erschaffen hat, der Architekt. Ein Schelme, der sich dabei was denkt. Ja.
Ja. Und Gaotu steht also für Great Architect of the Universe, also großer Architekt des Universums. So, und jetzt ist Victor an der Reihe. Ja, ich werde auch gar nicht mehr noch so viel noch hinzufügen, außer dass ihr das, denke ich, ganz gut auch so zusammengefasst habt, wohingehend auch diese, ja, die öffentliche Wahrnehmung natürlich völlig verzerrt ist durch natürlich, wie Michael das richtig angeführt hat, durch Meinungsmache. Und die müssen immer dafür Sorge tragen, dass wir fest auf dem Fundament der Bibel stehen und die Menschen nämlich an ihren Taten messen und nicht an ihren Meinungen oder Äußerungen oder sonstigen. Ja, zu der Lesung heute vielen Dank dafür. Ich finde mittlerweile, dass dieses Werk von dem Griesinger, das sollte eigentlich ja ein Standardwerk sein, was in der Schule gelesen wird. Aber ja, wie wir feststellen, haben die listigen Kunstgriffe des Teufels dafür mittlerweile Sorge getragen, dass dem nicht so ist oder dass diese Information nicht an die junge, nachfolgende Generation weitergegeben werden oder wurden. Und ja, wir uns mittlerweile ja schon in einer Situation befinden, wo es schon ja letztendlich Amateure sich dann mit der Wahrheitsfindung irgendwie versuchen, auf diese schmale Spur, diesen schmalen Pfad noch zu finden und sich dann dank dieser großartigen Werke und dafür auch mein Danke an diese Autoren, wie jetzt dem Griesinger oder auch Herrscher des Bösen, Rulers of Evil von Tapasorsi, dass wir da eben Möglichkeiten jetzt haben, sozusagen uns das Werkzeug zur Verfügung gestellt wurde, um eben diese schmalen Pfad auch der Wahrheit bewandeln zu oder auch finden zu können. Und ja, mit dem schmalen Pfad, denke ich, will ich doch mal jetzt einen Punkt ansprechen, und das ist der schmale Pfad, der in der Bibel beschrieben ist, und das ist Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und keiner kommt zum Vater denn durch mich. Und ja, damit möchte ich auch nochmal auf das Standardwerk der Menschen nochmal dann auch deuten und ja, auch wie meine Brüder schon sagten, lest eure Bibel. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.